Wie geht es den Koalas wirklich? Bei verheerenden Bränden 2019 in Ostaustralien wurden beträchtliche Teile ihres Lebensraums vernichtet und schon vorher stand das Beutetier auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Eine Naturschutzorganisation behauptete sogar, der Koala sei in Australien funktionell ausgestorben, das heißt als wesentlicher Bestandteil seines Ökosystems schon verschwunden. Aber stimmt das wirklich? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden, denn Koalas sind schwer zu zählen. Sie sitzen in den höchsten Baumwipfeln, sind nachtaktiv und leben weit verteilt in kleinen Populationen im Buschland. Und deswegen weiß niemand so ganz genau, wie viele Koalas es tatsächlich noch gibt. Aber trotzdem sieht ihre Zukunft vermutlich düster aus, denn Forschungen zeigen, dass ihre Population seit langer Zeit deutlich abnimmt und auch Waldbrände in ihrem Lebensraum werden häufiger und zerstörerischer.